Der SK Rapid kämpft am Sonntag beim SCR Altach ab 17 Uhr im Svox Live Ticker nicht nur um 3 Punkte, sondern auch um das Ende einer Unserie. Die Hütteldorfer konnten seit 10. Mai 2015 keinen Sieg mehr in der Cashpoint Arena feiern. Doch nicht nur in Vorarlberg tut sich Rapid schwer, generell lassen die Auswärtsauftritte der Kühlbauer Elf in der Liga zu wünschen übrig. Dort wartet Rapid nämlich seit dem 3:0 am ersten Spieltag bei der Admira auf einen vollen Erfolg in der Fremde. Ich verspüre keine Sehnsucht nach einem Erfolg in Altach, sondern generell nach einem Auswärtssieg, erklärt Kapitän Stefan Schwab daher in der Krone. Vor allem, da durch den Sieg Habergs wieder 3 Punkte zu Platz 6 fehlen, wäre ein Sieg im Ländle für die Hütteldorfer extrem wichtig. Um in der Tabelle aufzuschließen, brauchen wir 3 Zähler, weiß auch Schwab. Rapid gastiert in Altach, österreichische Bundesliga, Runde 13, Termin Heimteam auswärts, Teamergebnis Samstag, 3. November 2018, 17 Uhr, Sturm Wacker Innsbruck 1:1, 0:0, Samstag, 3. November 2018, 17 Uhr, Admira Wacker TSV Hartberg 2:3, 0:1, Samstag, 3. November 2018, 17 Uhr, Sken St. Pölten LASK 2:2, 1:1, Sonntag, 4. November 2018, 14:30 Uhr, Bull Salzburg SV Mattersburg, Sonntag, 4. November 2018, 14:30 Uhr, HRFK Austria Wien Wolfsberger AC, Sonntag, 4. November 2018, 17 Uhr, SCR Altach Rapid Wien.